Einen wunderschönen guten Tag aus alle begeisterten Dragon Ball Fans und willkommen hier zurück zu Let's Play Super Dragon Ball Heroes. Beim letzten Mal haben wir Kapitel 2, Teil 2, Heldengarn in Gefahr abgeschlossen. Heute machen wir Teil 3, eine unvorstellbare Erscheinung. 5 Kämpfe und 2 Storyline erwartet uns in Kapitel 2, Teil 3. Bitte kommen, Helden, Ende. Wir müssen heute wahrscheinlich Frieza in die Schranken weisen. Urks, wo sind wir? Und was ist passiert? Oh Mann, mein Kopf. Den Kaioshin sei Dank, es geht euch gut. Was ist los? Tja, also, das wissen wir nicht. Plötzlich ist aus dem Nichts ein Riss aufgetaucht und hat uns hineingesogen. Faszinierend, das muss etwas mit den Vermissten zu tun haben. Die Suche kann warten, bis wir herausgefunden haben, wo wir eigentlich sind, Meister. Moment, ich werde nach euren Heldenwechselsignalen scannen. Hab's sie, interessant. Offenbar seid ihr in Super Dragon Ball Heroes. Wir sind in der Spielwelt unglaublich, wie echt die ist, aber sehen heißt glauben und Frozen haben wir beim letzten Mal in unser Team mit aufgenommen. Irgendwelche Infos über diese Gegend, Meister? Analysiere. Anscheinend ist Frieza auf dem Weg zur Erde, um sich an Son Goku zu rächen. Dafür seid ihr nicht gewappnet, kommt sofort zurück. Tut uns leid, Meister, aber ich glaube, das erfordert eine genauere Untersuchung. Bitte um eine Erklärung. Dass wir hier sind, bedeutet höchstwahrscheinlich, dass eine Anomalie im Spiel ist. Das ist unsere Chance, sie zu beheben. Das stimmt, und vielleicht finden wir hier sogar Nim. Aber keine Sorge, Meister, wir sind vorsichtig. Okay, wenn ihr so fest entschlossen seid, werde ich euch nicht aufhalten. Hallo. Boah, du hast mich gerade zu Tode erschreckt. Meinst du, er ist eine Spielfigur? Kommt ihr zufällig auch aus der Heldenstadt? Huch, was meinst du mit auch? Naja, er war plötzlich einfach da und so in etwa bin ich auch hier gelandet. Ja, wir kommen aus der Heldenstadt, richtig. Ist das das verschwundene Kind? Kannst du uns über dich was erzählen? Fang bitte ganz von vorne an. Nee, wer wird es nur so von Kindern? Sind wir hier in einem Kindergarten gelandet? Dory und Zaporn, die könnten was über die Dragon Balls wissen. Lass sie uns ausquetschen. Gegen die werden wir wahrscheinlich jetzt kämpfen müssen, oder? Zaporn und Dory, ja. Die sind doch eigentlich auf Namek von Vegeta besiegt worden. Das heißt, ihr steckt mitten in der Anomalie. Sagt mal, ihr Kleinen, wisst ihr, was ein Dragon Ball ist? Nein? Das kauft euch Onkel Dory nicht ab. Wisst ihr, Lord Frieza hat gesagt, es gäbe hier auf der Erde welche. Haben euch eure Eltern nicht beigebracht, die Wahrheit zu sagen? Er hat doch gesagt, dass wir das nicht wissen. Seid ihr taub? Oho, dieses Erdmännchen hatte Mump. Ich würde sagen, sie sind ehrlich. Meinst du? Da können wir sie ja nicht einsorgen. Was? Um diesen Kampf kommt ihr nicht herum. Gebt euer Bestes, Leute. Hehe, hoffentlich halten die länger als nur ein paar Sekunden durch, was? Ja, ich würde mich gerne noch etwas mit ihm vergnügen. Seid ihr bereit, Team? Gemeinsam können wir das schaffen. Aber sowas von mit unserem Deck, was wir momentan haben, ist das durchaus möglich. Los geht's, wir haben immer noch das gleiche Team, immer noch die gleichen 7 Karten und los möge der Spaß beginnen. Let's go, wir machen wieder mal natürlich einmal ein Modul und zwar in Runde 1, indem wir die Ausdauer unserer Gegner erstmal senken. Dann können wir... Moment... Ja komm, ich benutze einfach mal etwas, ja. Und zwar die Erfahrungspunkte mal 1,5. Und damit bedeutet es auf Schlachtfeld. Das müsste jetzt, glaube ich, Part 8 oder Part 9 sein. Ich glaube, es ist Part 9. Ja, Part 9. Ich habe nochmal 2 Folgen bisher hochgeladen. Also in Part 9 kümmern wir uns quasi schon um die Frieza-Armee. Und zwar Dodori und Zaporn. Mal gucken, es sind auch nur die beiden. Ultra-Abschluss greife in allen Runden zuerst an und gewinne den Kampf. Okay, das wird jetzt, glaube ich, nicht so einfach werden, in jeder Runde zu beginnen. Wir hauen natürlich erstmal die Ausdauer des Gegners runter, indem wir unsere 2 Elite-Kämpfer erstmal in den Kampf schicken. Das Modul haben wir erstmal gewählt. Das darf unser Purpur mal kurz aktivieren für die beiden. Ich habe allerdings so ein bisschen das Gefühl, dass die, wie auch schon bei Vegeta Saiyajin 3, wieder so ein Item haben oder so eine Kapsel haben, womit die Ausdauer komplett geheilt wird. So ist es auch. Das bedeutet, das könnten wir oder können wir erstmal in die Tonne treten. Wir schicken nur die beiden Ausdauerkämpfer nach vorne, erhöhen die Kraft und dann heißt es Tempo-Bonus 4000, der müsste knappe 3000 haben, so ist es auch. Dorisch geht ins Reihe 2, sind 2000 Punkte und Zaporn stand ganz hinten, das sind 1000 Punkte, gibt 3000. Wir wollen die Ausdauer senken mit natürlich einem Perfekt. Sollte doch vor allem auch ein großer Damage-Ball rauskommen. Los geht's. 1800, die haben knapp 20.000. Das ist dann doch schon ein bisschen viel. Gegnerische Angriffsphase. Los geht's.
Wir haben eine Heldenenergie, das sollte erstmal reichen. Dann werden wir erstmal wieder perfekt ab. Und zwar von Dodori ab. Der ist der Held. Und Sabon, der ist ein Berserker-Typ. Alles klar, aber mit perfekt. Wieder mal perfekt abgewehrt und wenig Damage kassiert. So muss das laufen. Kraft in Höhe der TP des eigenen Teams erhöht. Und die haben natürlich wieder die komplette Ausdauer. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir schicken die beiden zurück und hauen die kompletten Angreifer fast in Reihe Nummer 3, aber nur fast. Wir tun Wiz zurück und den anderen auch, und zwar Son Gohan, das sind dann 8500, 4000, 3000, 9000. Man kann das richtig, relativ leicht ablesen von den Gegnern. Aber wir haben nur Helden. Angriffsphase, los geht's. Das heißt, wir können die anderen beiden dann nochmal benutzen für die nächste Runde. Fast das Perfekt. Aber nur fast. Gegnerisches Tempo haben wir erstmal erhöht. Das wird dann für den Gegner ein bisschen schwerer. 3000 Damage. Zweite Runde. Das ist zu wenig, das habe ich schon kommen sehen. Hat er dann abgewehrt, kurz noch 1700 Damage bekommen. Super Energiemodus, den werden wir auf jeden Fall benutzen von C17. Das ist ja nichts Neues in Runde 2 eigentlich. Hatten wir beim letzten Mal auch super, super, super Energie. Und volles Rohr drauf. Nochmal knapp 3000 Damage. Der Gegner ist dran. Wir haben nochmal das Tempo erhöht. Bei dem Action Point Kampf. Gegnerische Angriffsphase. Das gleiche Prinzip wie vorhin. Dass wir das auch nicht beides abwehren. Jawohl. Das erste haben wir abgewehrt. 500 Damage ohne Probleme. Der Berserker haut mal wieder ordentlich aufs Fressbrett. Wir gewinnen aber auch diesen kleinen Kampf. Das gegnerische Tempo wird erhöht, aber alles gut. 4 Heldenenergie haben wir momentan. Doppelmodus, Doppelangriff bereit. Von unserem Gegner leider. Das tut dann richtig doppelt weh. Oh, der arme Wiz bekommt was ab. 200%, super Doppeleffekt. 1,5-fache Kraft und Abwehr für alle Verbündeten. Dann haut mal drauf, ihr beiden, wenn ihr unbedingt wollt. Aua. Das tut weh. Das tut, glaube ich, richtig weh. Oh, lächerlich. 1500 Damage war wenig. Komplette Ausdauererholung. Vierfache Kraftstufe. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's richtig zur Sache. Und zwar richtig zur Sache bezüglich Spezialfähigkeiten. Indem wir volles Rohr angreifen mit 17.500. Das reicht dicke, volles Rohr Attacke. Gucken, ob das sogar reicht für den Sieg. Mit dem Superangriff sowieso. Komplette Heldenenergie. Fast noch perfekt. Superangriff bereit. Spurmodus. Let's go. Schieben bis Maximum. 1000. Jawohl. Bitteschön, Dodoria. Und Jiren darf gleich auch nochmal richtig draufhauen. Und dann haben wir noch Kraft stehlen. 1000 vom Gegner. Sehr gut. Attacke. Dritte Runde. Bam. Und der Power-Aufprall von Jiren. Dankeschön. Bam. Oh, stylischer Move hier. 7000 Damage. Zweite Runde. Die Helden sind dran. Und machen das perfekt, glaube ich, fertig. Nein. Aber wir machen den Kampf fertig. Superangriff ist ja auch bereit. Gegnerisches Tempo erhöht. Die Kapseln behalten, die habe ich das Gefühl. Super Kamehameha von Son Gohan. Auftakt zur Zerstörung von Wiz. Das ist die Premiere. Das sehen wir zum ersten Mal. Von C17, das kennen wir schon, das Prinzip. Und das ist dann das KO. Team hat gewonnen. Den ersten Kampf haben wir ohne Probleme geschafft. Mission abgeschlossen. Der erste von 5. Das gibt hoffentlich ordentlich Punkte. 50 für den Ultra-Bonus, 2400. Er gibt in der Gesamtabrechnung 135.270 Punkte. Keine neue Höchstpunktzahl. Doch, komischerweise, hier schon. Gut, wir sind in Kapitel 3. Kapitel 2, Teil 3. Ich weiß nicht, ob das separat auch noch gilt.
Scheinbar ja. Wir bekommen natürlich noch ein paar Items geschenkt. Zwei Karten, womit wir uns gleich auf jeden Fall neue Karten erstmal besorgen wollen. Auch ein bisschen Geld. Und natürlich wieder eine Belohnung. Ich müsste hier was ablegen. Dann lege ich doch das Modul ab. Und dann haben wir ein neues. Ich würde mal gerne wissen, wann wir die anderen beiden freischalten bei Purpur. Das würde mich mal gerne interessieren, weil momentan Verstärkung bekommen wir. Bisschen noch was dazu. Plus 10 reicht leider nicht für die nächste Stufe. Man musste schon deutlich mehr sammeln. Kameradschaft. Bandstufe bei Force um 2 Stufen erhöht auf Stufe 3. Immer noch die gleichen Charaktere, wo wir die Kameradschaft erhöhen sollen. Puh, seht ihr, Teamwork gewinnt am Ende immer. Ach du hoffnungsloser Optimist. Manchmal übertreibst du. Ach, ich habe ganz vergessen, sie nach Füßer zu fragen. Ja, wir suchen nämlich hier Füßer. Also wenn die beiden schon auftauchen, sollen wir hier wahrscheinlich auch Füßer suchen. Nein, das kann ich mir das nicht mehr bildlich vorstellen. So, da hinten wartet der nächste Kampf vorher. Ist der Ninja wieder verschwunden? Der ist mal aufgetaucht, mal nicht. Holen wir uns mal ganz kurz im Laden neue Karten. Und ich will jetzt eigentlich nochmal bei meinem Team gucken bezüglich der einen Kapsel. Wir haben ja beim letzten Mal eine Kapsel, ich glaube Son Gohan gegeben. Dann möchte ich mal ganz kurz ins Z6 gehen. Karten ziehen. Gucken, was wir da haben. Die Karte scheint relativ gut zu sein. Oh ja. Kamehameha des Fusionskriegers jenseits der Göttlichkeit ultimativer Krieger. Als Angreifer ab Runde 2 nach den Angriffsphasen bei der Teams in den Kamehameha-Modus wechseln. Bei Erfolg Kamehameha ausführen und schweren Schaden zufügen. Assheit 50% Ausdauer. Nur einmal. Als Angreifer gewinnt und Dauer minus 50%. Oh, okay, das ist krass. Und ultimative Krieger ist am Beginn einer Runde die eigene auf Gefahrstufe für die eigene vollständig wieder einmalig. Wow, das ist eine Karte, die werden wir reintun. Die hat zwar wenig Ausdauer, aber wow, die Karte heißt Vegetto. Die wird in unser Team auf jeden Fall aufgenommen. Ist ein Berserker-Typ. Und dann haben wir noch eine Helden mit dem Muten Roshi. Muskel Muten Roshi, Energieabzug. Moment, Energieabzug. Okay, da brauchen wir Muten Roshi. Angriff. Eben am Angriff gewinnen, um 2 Heldenenergie des eigenen Teams zu erhalten. Einmalig. Ah, die Werte sind mir leider ein bisschen zu schwach. Schade. Die erste Karte fand ich relativ gut. Die zweite wiederum jetzt nicht so toll. Ich gehe mal ganz kurz in unser Deck rein. In unser Deck. Wir müssen quasi jetzt wieder einen Held aussortieren. Dann haben wir 2 Elite-Kämpfer, 2 Berserker und der Rest wäre Helden. Deckerstellung da. Eigenes Deck. Ich weiß nicht, ob man mit Deck kopieren kann. Jetzt gucke ich mal kurz, ob die Kapsel noch da ist. Ja, die ist da bei Bardock. Okay. Das behält man. Das heißt, das könnten wir eigentlich machen. So. Wir müssen jetzt eigentlich einen Kämpfer rausschmeißen. Und das wird echt C17 sein. Zu Beginn, wenn Veränderung ist, eine Aufgabe und Betäubung wird verhindert. Das ist dauerhaft. Betäubung wird verhindert ist immer relativ gut. Verkühlt des Gelehrten. Das ist nur, ja, das bringt fast gar nichts. Aber die Kraft ist schon relativ gut von Son Gohan. Das sollte man nicht unterschätzen. Also Son Gohan oder C17 muss leider weichen. Oder muss Whis sogar weichen. Was hat jetzt Whis nochmal für Fähigkeiten? Feuerunterstützung hat er nur gehabt. Ah, der kann aber die Kraft erhöhen, okay. Ja, den Vegetto will ich gerne rein tun. 2500 TP. Ja, da wird doch Son Gohan leider weichen müssen. So leid es mir auch tut. Dann heißt es, wir haben jetzt noch ein Berserker. 7 Energie, weniger TP. Okay, das TP-Problem können wir aber noch lösen. Indem wir jetzt noch ein paar Items mal geben. Wir haben, genau, wir haben noch mal einen Kraftboost, wir haben noch mal einen TP-Boost. Die könnten wir uns eigentlich noch mal kaufen. Das wäre eine Maßnahme. Wir könnten nämlich die Kraft und die Abwehr, hier zum Beispiel können wir die Abwehr mal erhöhen. Das machen wir einfach mal. Abwehr-Boost. Der ist dann hier quasi drauf. Das sehen wir jetzt auch. Genau, Abwehr-Boost. Dann haben wir hier noch eine Klinge. Galaktik-Skrall wird verfügbar. Machen wir das ganz einfach mal. Auf die beiden Berserker. Wo ist der zweite? Das ist der zweite Berserker. Da machen wir dann die heilige Kugel. 1000 als Unterstützer außer aller Team eigenen
als Unterstützer. Freunde, du hast jetzt auf eine andere Karte ausgerüstet. Ah, okay. Okay. Die ist auf eine andere Karte ausgerüstet. Moment. Auf Bardock ist sie ausgerüstet. Okay, das macht eigentlich keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Weil Vegetto und Son Goku, die beiden werden wir eigentlich nicht benutzen. Deswegen werde ich die rausmachen und Freunde zuerst. Das würde sogar noch Sinn ergeben. Und was können wir da nochmal? Einen Schlachtruf. Als Angreifer bei Flipper und Supergriff. Den erfassten Gegner angreifen nur einmal. Ja gut, das können wir auch ausrüsten. Auf, ja, auf den richtigen. Das war Vegetto und Son Goku, die haben ungefähr die gleichen Werte. Da ändert sich jetzt nichts. Wir können auch mal ganz kurz noch in den Shop mal kurz gucken, was wir uns da kaufen können. Weil wir haben jetzt ein bisschen Geld zusammengesammelt. So ist er mittlerweile nicht. Das heißt, wir könnten das komplett eigentlich jetzt ausrüsten. Wir können die zumindest ausrüsten. Und zwar das Ganze. Ich guck mal kurz in den Objektladen. Ich glaube, da gibt's, genau. Punkte. Im Besitz. Ah, nee, das ist falsch. Dann ist das schon der Zubehör. Ja, ist es der Zubehör im Laden. Wo wir quasi Zubehör kaufen können. Regeneration zum Beispiel. Die Einzelheiten. Unsere Unterstützer 500 TP. Wiederholbar. Das ist als Unterstützer gar nicht mal so verkehrt. Ich guck mal. Hier können wir zum Beispiel zu Son Gohan SS2 wechseln. Man kann hier so viel machen. Das ist brutal. Krafttreiber. Wir haben nur 10.000 TP. Weswegen man da schon ein bisschen aufpassen muss. Mutiger TP Boost. Schrecklicher TP-Bus, da geht aber Kraft und Abwehr für drauf. Super Angriffe. Na, da muss ich mich noch genauer mit reinfuchsen, aber ihr merkt schon, man kann hier Energiekosten. Man kann hier schon einiges kaufen. Mirakel-Finisher in der letzten Runde. Abwehr erhöht. Eigenes Tempo senken, drittes Auge, Ausdauer zurückgehalten, wenn du von einer KI getroffen bist und der AI gewinnst, das hört sich gut an. Kein Ausdauerschaden durch Angriffe, nur eine Runde. Zugefügter Ausdauerschaden wird stark erhöht. Heftiger Schlag beim Gegner quasi. Als einzelner Angreifer dem Gegner kritischen Schaden zufügen, Energieabzug, Energiebrecher. Mir wäre lieber, wenn wir da etwas hätten. Wofür quasi Sieg oder Tod? Okay, das ist natürlich auch interessant dann. Körpertausch. Witzbold. Ja, okay, es kostet alles Geld. Und ich würde sagen, das brauchen wir jetzt in der Phase des Spiels noch nicht unbedingt. Das brauchen wir, glaube ich, erst, wenn wir ein bisschen weiter im Spiel sind. Aber, damit ihr das Ganze auch mal gesehen habt, das funktioniert auch bei der Deckerstellung. Und man behält das Ganze auch. Deswegen in diesem Part ein bisschen weniger Kämpfe gesehen. Dafür mehr nebenbei noch bei der Deckerstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben schreiben. Kommt da und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Super Dragon Ball Heroes. Also macht's gut, haut rein und tschüss.